Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über Marsch. Also 1.4. Wir machen jetzt das Silo nach und nach verdichten und dann noch ein bisschen abdecken. Und gucken wir gerade rein. 2,29. Also 2.229.000. Ja, 7.000, ne? Das war so eine schöne Zahl. Rund 2,3. Millionen, das ist gut. Auch wenn die nicht viel zahlen dafür. Wir müssen nur sehen, ob wir den vorne den Rest noch eingefahren kriegen. Dann werden wir auch die 2,3 haben. Ach, Fahrrichtung, das geht auch. Okay, aber das machen wir jetzt nicht, ne? Oder doch. Steigen B. Ich meine, gut, wenn du jetzt ständig rückwärts fahren musst, ist das ja ganz gut für den Nacken, ne? Dass du nicht verkrampfst, ne? Das ist im Grunde nicht schlecht, also. Wenn es sowas in echt geht, dann soll es auch in LS gehen, ne? 88%. Schön B. Dauert ja ein bisschen, ne? Obwohl, das können wir jetzt auch mit vorwärts mit Gas gehen machen? Tatsächlich. Geht auch. Die müssen dann nicht mehr bremsen. Wir können dann ganz normal mit dem Gaspedal dann fahren hin und her, ohne dass wir rückwärts mit der Bremse fahren müssen. Aber Bremse, Bremse. Nicht schlecht. 89% verdichtet. Ja, gut. Wenn man langsamer sichert, dann sagen wir eher Richtung 90%. Aber wir machen doch wieder von außen und fahren rückwärts. Ne? Geht doch ein bisschen schneller. 90%. Ja, mehr Gewicht wäre nicht schlecht. Ne? Also 2000. Naja, gut. Das ist schon 4000. Also. Wir hätten im Grunde früher mal verdichten müssen. Aber hätte, ne? Jetzt können wir gleich mal ein bisschen noch rauffahren. Aufsammeln vorne. Dazu müssten wir mal den anderen ein bisschen oben lassen, das ist wichtig. Irgendwie hinstellen, anders. Das ist hier. Aber geht's. Jetzt kann man hier so reingucken. In dem Falle ist ja nichts. Ist da auch drin, ne? Ob das nachher grün wird, ist eine andere Frage. Also ob das ob das zugedeckt wird, ne? Dann ist es gut. So, jetzt haben wir den. Mit aufsammeln. So. So. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Dreck auf. Geht ja ganz schnell, ne? Ruckzuck haben wir jetzt hier ein bisschen was aufgesammelt. Voll. Müssten wir den anderen nehmen, ne? Wäre besser gewesen, okay. Da kommen wir hoch. Ob wir an Gewicht anhängen können? Werden wir sehen. Wir kommen noch nicht hoch. War eigentlich normal. War zu ahnen gewesen, ne? So.
Na, jedenfalls müssen wir noch nächstes Mal die Tiere machen. Und das wäre mir ganz gut, wenn wir den drehen würden. Ein Gewicht gibt es an, weil ich nicht dran gehe. Ja. Ist nicht vorgesehen. Hätte mich auch gewundert. So. Aber da kriegen wir besser hoch mit dem aus dem anderen, ne? Der andere dreht eher durch. So. Was ist die Uhrzeit? 18 Uhr. Dann können wir gleich mal ein paar Videos bearbeiten. Auch der hat Schwierigkeiten, ne? Gut, ich kann das immer hoch, ne? Haben wir vorne, haben wir hochgenommen, ja. So, streng I. Wir müssen ein bisschen raufbringen. Oh, das 2,3. Jetzt zählt nur da drin, was drin ist, ne? So, mal am Rande. Mengenmäßig. Kommt noch einige Körnchen dazu. So. Ich sage, am nächsten werden die Tiere versorgt und dann kommt es ein bisschen Verkauf. Oh. Verkauf hier von Dünger vielleicht und Dünger im Prinzip bestücken. Ne? Gülleverkauf, Silage bestücken, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja ganz wichtig. Nächstes Jahr vielleicht noch ein Feld kaufen können oder zumindest eine Produktion, die muss ja in Gang gebracht werden. Also muss ja alles, da brauchen wir ganz, ganz wichtig viel Moneten. Dass wir die Bierproduktion in Gang kriegen, das schon mal läuft. Dazu gehört nachher auch Packungsfabrik, wo wir Papier herbekommen und Pappe. Dann müssen die Schlachtereien, wenn wir die da haben, auch entsprechend gut stücken können, ne? Bei uns gibt es ja auch Probleme nicht, aber wir müssen ja da alles verkaufen, ne? Wir haben so viele Schweine jetzt nachher, dass wir nachher sagen können, oh, früher können wir auch einen Schwung verkaufen, also richtig viele. Und dann das Fleisch verkaufen, das wäre der entscheidende Punkt, also Fleisch gibt am meisten Geld. Wenn wir viele Schweine haben, die wir im Prinzip alleine gezüchtet haben. Dann haben wir ein gutes Geld verdient. So, schön mit Schwung. Wir haben hier fast schon alles aufgeräumt. Vorne den Rest mitnehmen. Das ist ja nicht mehr viel. Zum Schluss nur noch verdichten. So. Vielleicht auch eine Hand, ne? Aber ich bin so dann gewöhnt mit den Abladen, dass man beides braucht. So, schön die Kante wegnehmen. Entschuldigung. Was die hier Ressourcen fressen, weiß ich nicht. Die Grafikkarte ist so heiß. Gar nichts dran. Klar, locker. Muss ein BGA sein. Das sind letztlich auch mal alles Originalteile, ne? Also das ist alles nichts
separat Motto. Ne? Aber wahrscheinlich auch vieles auf einmal einen Haufen. Ne? Das kann natürlich sein. Ne? Also jeder LKW, jeder Fahrzeug, jedes Gerät, jedes Gebäude, was Ressourcen braucht, ist in der Beziehung in was im Prinzip dann auch die Leistung entsprechend beansprucht. Ne? Und mit den platzierbaren Gebäuden sind ja noch stärker geworden als früher, wo alles vorher fertig war. Viele haben ja gesagt, oh, alles ist überall verteilt und so. Ne? Hat aber Performance-Gründe, ne? Wenn ich jetzt gewisse Gebäude woanders hinstelle. Ne? Alles, was in meinem Sichtbereich ist, ist dann entsprechend, ja, muss dann entsprechend auch errechnet werden. Ne? Gut, den Rest haben wir liegen. Das machen wir gleich mit hier. Dann wird Licht aus. Ja, alles so muss berechnet werden. Ne? 73 Grad. Nicht schlecht. Ungünstig. Aber das geht gleich wieder runter. So, sind wir hier. Ja, plane sich da. Aber ich daran denke, mit einem Radlader brauchst du doch mal ein bisschen länger, ne? Als hier mit einem Radlader. Mal sehen, ob ich das hier aufgenommen kriege. Mal sehen. Wieder einen Tag doch nicht mehr. Dass ich das ein bisschen aufkratze. Und dass wir das hier liegen lassen. Ups. Ja, eine zweite BGA kriege ich gleich hier. Muss ich hier separat immer bauen. Mal sehen. Muss ich mal anschauen, was die kosten und was die dann. Das ist ja wieder alles leer, ne? Voll. So, gehen wir kurz hoch. Schalten wir aus. Schon da hinten kann ich nicht drauf fahren, das ist ein Blödsinn. Bringe ich alles raus. Wohl. Hier ist ja gleich, wenn wir rückwärts rausfahren, ne? Oder war Gewicht gefahren? Oder wir fahren rückwärts hier rauf, lass auch gehen. Schauen wir rückwärts, ne? Ein bisschen eng, aber. Muss ja nicht weit fahren, ist ja nur hier vorne, also das reicht ja schon aus. Muss ja auch nicht mehr verteilt werden. Reicht ja aus, wenn wir das abkippen und dann nur für dich. Anführungszeichen. Rüberfahren, hinten wieder runterfahren, ist auch blöd. Dann wird es ja auch entsprechend wieder runtergeschleppt alles. Ne? Und so haben wir das auch entsprechend. Fast 2,4, mein Gott, haben wir schön. Können wir da schön verdienen, ja. 2 oder 7. Aber die Gärreste würde ich als Dünger nehmen, das ist schon mal fest. Das ist schon mal eingeplant. Ich würde dazu sagen, muss ich die Geräte noch kaufen dafür. Mit dem ganzen Ader mit Kursfeder klappt ganz gut. Das habe ich letztes Mal hingekriegt. Für Feld 12. Da habt ihr lange für gebraucht. Aber für die Felder in der Nähe, da geht das.
Gärung 54%. Alles okay. Was nicht mal so gut ist, ne? Vorne was wegnehmen. Hier geradeaus zu. Wie ein Staubsauger. Mal dazu sagen, eine richtige BGA hat im Prinzip alles Beton, ne? Also oder Asphalt zumindest. Ne? Also, da ist dann kein Dreck dabei und so, da ist alles sauber. Ich meine für Stromerzeugung, also für Biogas. Fällt ein Sandkorn nicht so auf. Also, wird kein wehtun, aber bei Tieren ist das so, dass es eigentlich nicht gut, wenn Staub dabei ist. So, dann machen wir noch gleich hier. Schaffen wir noch nicht mal alles. Ja, gut, okay. Dann müssen wir halt. Nächste Mal, ne? Da sammeln wir noch auf, fahren den Traktor hoch. Aber das werden wir nicht weggesammelt kriegen. Das ist kein. Ja, so müssen wir eigentlich normalerweise. Da hinten wollte ich auch noch fahren. Ja. Nehmen wir einen anderen Traktor. Klein. Den schmalen Rädern, der ist ganz gut. Der ist schmaler wie der. Und dann können wir das entsprechend auch noch am anderen Rand wegnehmen. Und mein Wissen ist ja auch egal, aber und der kommt dichter an die Wand ran, ne? Als der große. Prozent. Wahnsinn. So. Und der kann nämlich hier schön dicht ran. Dann den Rest dann aufnehmen. Und er kann er aufnehmen. Auf dem anderen Ende, wir haben jetzt noch ein bisschen Platz, fahren wir mal rum. Es war nicht viel, aber ein bisschen ist doch und da kann man aufnehmen. Der Wahnsinn, was er langsam fährt, ne? Achso, weil er auflädt, achso, okay. Im Lademodus ist er im Prinzip mehr dabei und fährt nur höchstens 20 km/h. Das ist automatisch, ist eigentlich ja, korrekt. Wenn wir hier das aufnehmen können, ein bisschen, dann ist es sauber. Ein bisschen die Reifen stören ein bisschen, ne? Sonst wäre das alles kein Thema. Innen drinnen kommen wir nicht ran. An die Reifen kommen wir nicht vorbei. Ist leider so und aufgefahren kommen wir auch nicht, also das wäre auch nicht möglich, das dann entsprechend aufzunehmen. Okay, wieder hochgefahren kommen. Na, mit Schwung vielleicht, weil der eine so hoch ist, ne? Na, egal. Wir müssen ja nicht alles, ein bisschen haben wir aufgenommen, haben wir aufgekriegt, aber nicht alles. So, liebe Schwimmer, das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche werden wir noch verdichten. Heute haben wir alles geschafft, mäßig. Den Rest werden wir jetzt rauffahren und abkippen. Und dann haben wir
immer leichter, was wir rauf. Okay, oh, 2,36. Jetzt kann ich nochmal 50.000 rauf. Aber nicht so eine rechts. Wir müssen mehr in der Mitte. Da so ungefähr. Ja, liebe Leute, das soll's. Danke fürs Reinschauen. Das soll's vor dir gewesen sein. Dann sag ich mal tschüss und ciao, ciao. Ja, nächste Woche geht's weiter. Dann werden wir die Tiere versorgen und hier abdecken. Den Rest, ne? Dann sag ich mal tschüss und winke, winke. Ja, man sieht sich dann in, ja, für euch ist es morgen. Für mich ist es in einer Woche. Tschüss.